Pass auf, ich reich dir mal rüber. Alles Gute. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du magst Schwarzwälder Kirschtorte. Auf jeden Fall. Ansonsten helfen die Kinder mit. Ja. Vielen Dank. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wo kommst du jetzt her, sag? Ich komme gerade aus Braunschweig. Ich war 2 Tage lang in Braunschweig. Gehst du vielleicht ein Stück tiefer ans Mikro? Ein bisschen näher ans Mikro. Genau. Und haben dort bei einem Händler auch Maschinen vorgeführt, weil das ja momentan auch zur Corona-Zeit natürlich immer etwas schwieriger ist, Messen finden nicht statt und so müssen wir etwas dezentraler arbeiten. Okay. Und dadurch können wir dann Maschinen entweder bei den Händlern vorführen oder bei uns in Edling. Genau. Genau, und wir sparen uns die Floskeln und das lange Warmreden, weil wir, wie gesagt, diesen strammen Tagesplan erfüllen müssen. Du hast uns was mitgebracht. Ja, ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht, die aber eine sehr große Wirkung hat, nämlich sehr viel Freiheit für den Spengler beim Biegen von Profilen. Und das schauen wir uns vielleicht am besten mal dann in dem Video an, was ich euch mitgebracht habe. Okay, dann bitte ich den Mika. Okay. Heute möchte ich euch die motorische Schwenkbiegemaschine MRXF 310 vorstellen. Die MRXF ist mit einer CNC-Steuerung ausgestattet und biegt bei einer Arbeitslänge von 3,10 m 1,5 mm Stahl. Das Besondere an der MRXF ist die Biegewangenkonstruktion mit der neuen F-Geometrie. Die Biegewange ist nach hinten versetzt, sodass eine Freiheit von 14 mm hinter dem Drehpunkt erreicht wird. Bei einer 24 mm Einsatzschiene zum Beispiel wird im erweiterten unteren Bereich eine Freiheit von stattlichen 38 mm erreicht. Dieser Bereich ist bei herkömmlichen Schwenkbiegemaschinen oft limitiert und bringt die Gefahr von Kollisionen an der Biegewange mit sich. Durch die F-Geometrie wird die kollisionsfreie Herstellung von Profilen ermöglicht, ganz besonders dort, wo zwei oder mehr Biegepunkte auf einer Ebene liegen, wie bei diesem Hutprofil. Außerdem ermöglicht die F-Geometrie eine noch bedienerfreundlichere Handhabung beim Einlegen der Profile und beim Zudrücken des Umschlags in der Oberwange. Durch diese Freiheit der Maschine werden gleichzeitig Verletzungsgefahren beim Einlegen von Profilen auf ein Minimum reduziert. Dies veranschaulicht auch gut die Darstellung der CNC-Steuerung mit der Freiheit der F-Geometrie. Die 14 mm Freiheit hinter dem Drehpunkt wird hier sehr deutlich. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die MRXF eine erhebliche Erweiterung eures Profilportfolios ermöglicht. Mit dieser Maschine könnt ihr nun Profile realisieren, die auf anderen Maschinen nur schwer oder überhaupt nicht realisierbar sind. Wie zum Beispiel auch Fassadenprofile, wie dieses Steckfalzpanel, wo wieder die Biegepunkte auf einer Ebene erkennbar sind, sowohl auch Umschläge auf einer Ebene sind mit der F-Geometrie schön einlegbar, kantbar und auch zudrückbar. Des Weiteren ein Kehlprofil mit einem Umschlag in der Mitte. Dieser Umschlag kann mit der F-Geometrie sauber geschlossen werden. Auch die benachbarten Biegungen mit viel Freiheit eingelegt werden und wiederholgenau hergestellt werden. Somit ist die F-Geometrie eure neue Freiheit.
Okay, nun möchte ich euch die Details nochmal etwas genauer über die PowerPoint-Präsentation darstellen. Hier kann man vielleicht nochmal etwas langsamer mit Standbildern das etwas genauer erklären. Beim Biegen, also ein Spengler wünscht sich beim Abbiegen von Profilen natürlich immer möglichst viel Freiheit. Das können wir in der Form gewährleisten, dass wir jetzt hier diese gekröpfte Situation durch die F-Geometrie in der Biegewange haben. Mit dem Klicken, das ist halt immer ein Thema. Dann müssen wir jetzt auf die nächste Folie mal kommen. Hier sieht man nochmal ganz schön auch wieder mit einer grünen Linie eingezeichnet, worum es hier eigentlich geht, nämlich Freiheit hinter dem Drehpunkt. Man sieht das immer schön an der gestrichelten Linie. Wir haben es bei der F-Geometrie geschafft, 14 mm hinter dem Drehpunkt als freie Fläche zu erzielen. Hier nochmal gegenübergestellt die Drehpunktsituation bei der bisherigen. Wofür ist das Ganze? Zum Beispiel bei Hutprofilen wie diesem Beispiel. Auch hier sieht man immer, das Einlegen ist entsprechend schön geregelt, dass man die komplette Freiheit hat fürs Einlegen, aber auch natürlich für das Kanten. Auch bei Steckfalzpanelen, Fassadenprofilen, also immer dann, wie ich es auch im Video erläutert hatte, wenn man Biegepunkte auf einer Ebene hat, dann ermöglicht einem die F-Geometrie entsprechende Freiheit. Man sieht das hier auch wieder an dem Querschnitt. Hier nochmal ein weiteres Profil, was ja auch im Video vorkam. Allein das Einlegen solcher Profile ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Auch natürlich das Zudrücken von entsprechenden Schläfhalsgeschichten. Hier auch nochmal das Standbild, was im Video auch schon mal erläutert wurde, mit den entsprechenden Freiheiten. Entscheidend ist immer, dass man hinter dem Drehpunkt noch ein bisschen mehr Freiheit hat. Deswegen haben wir uns auf diese 14 mm dann einigen können. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte als Bediener, um die Profile entsprechend sauber biegen zu können. Was bringt das Ganze? Das bringt natürlich mehr Freiraum für Profilgeometrien, die bewährten 14 mm, des Öfteren schon erwähnt. Dann natürlich auch mehr Sicherheit. Das ist natürlich auch ein gewisses Thema, was natürlich bei Schwenkbiegemaschinen immer wieder vorkommt. Also geringe Kollisionsgefahren und auch natürlich diese Einlegefreiheit für den Bediener. Und es bringt natürlich auch mehr Erfolg im Geschäftsalltag, also dass wir auch hier dem Kunden eine Lösung bieten können, mit denen er Fassadenprofile, was ja momentan etwas im Trend ist, dass der Spengler immer mehr in die Fassadengestaltung hineingezogen wird, dann hier auch solche Profile realisieren kann und damit natürlich auch neue Herausforderungen, die jeden Tag auf ihn zukommen, dann meistern kann. Ja, das Ganze gibt es natürlich bei zwei verschiedenen Modellen, nämlich einmal bei der MAF. Das ist eine Maschine mit der Leistungsklasse 3 Meter mal 2 mm Stahl oder bei 4 Meter 1,5 Stahl. Dann gibt es das auch natürlich in der etwas kleineren Klasse, die eher typischer ist für den normalen Spengler. Das ist dann diese Klasse 3 Meter mal 1,5 oder auch 4 Meter mal 1. Bei beiden Maschinen haben wir dann die F-Geometrie realisieren können. Ja, und damit habe ich mal versucht, euch nahezubringen, was die F-Geometrie bedeutet und wofür sie da ist. Und wir können jetzt, glaube ich, auch nochmal eine Live-Schaltung nach Edling machen, wo dann entsprechend nochmal unser Konstrukteur, der Matthias, und auch mein Vertriebskollege, der Armin Hille, da auch nochmal, ja, was dazu sagen können. Christoph, cool. Das war klasse, das waren viele Infos. Ich wusste gar nicht, dass mechanisch, wir sind ja heute eigentlich im Digitalformat, aber ja, dass mechanisch so viel gezaubert wird noch in der Maschinenbranche. Sag mal, hast du zufällig was vorbereitet? Hast du was dabei, also dem Spengler draußen das jetzt auch mal in live und wahrhaftig zu zeigen? Also das Hutprofil haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gesehen. Aber ja, zum Beispiel auch solche Profilarten sind natürlich da immer... Halt das mal ein Stückchen ein bisschen mehr in die Kamera, genau. Solche Profilarten, also wo es sehr eng zugeht,
Also da ist immer diese Einlegetiefe, ist natürlich da immer gefragt. Wie schmal ist denn der U-Bereich in diesem Profil gerade in Zentimetern ungefähr? Oder in Millimetern? Das werden jetzt so 20 Millimeter sein. Okay, ja. Das ist allerhand, ne? Also jeder, der sich mit dem Blechbiegen auskennt, weiß, dass es eine wirkliche Herausforderung ist. Aber auch ein ganz normales Profil, was jeden Tag so in der Spenglerei vorkommt, ja. Das ist natürlich auch mit der F-Geometrie wesentlich leichter und schöner biegbar, okay. Und einlegbar. Also das ist natürlich auch immer wieder auch bei ganz normalen Standardprofilen, was braucht der Spengler? Freiheit. Ne? Wir können ihm nicht die grenzenlose Freiheit geben, aber wir versuchen es halt jeden Tag aufs Neue, ihm da etwas immer mehr an die Hand zu geben, um das auch zu machen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, diese Idee ist keine neue. Man kennt das eher von den Langabkantmaschinen. Ja. Aber beim Schwenkbiegen, glaube ich, haben wir uns da sehr viel Mühe gegeben, weil eine Schwenkbiegemaschine hat ja nicht diese Konstruktionsart wie eine Langabkant. Also von daher war das schon eine wahnsinnige Herausforderung. Das glaube ich, wo vielleicht auch der Matthias nachher von der Konstruktion noch ein bisschen zu sagen kann. Und ich glaube, dass wir damit einen neuen Standard gesetzt haben. Und ja, dass wir das so auch gut in die Spenglerbranche reingeben können. Okay, der Christoph, der ist echt hier der Hardcore-Gast des Tages heute. Erst Video, dann PowerPoint, jetzt schalte nach Edling. Ich verkleide mich mal in meinen Zoom-Modus hier und gucke mal, ob das funktioniert. So, da bin auch ich gefordert. So. Da sind Sie. Hey, das ist ja cool, das klappt wie am Schnürchen hier heute. Hallo, ich grüße euch. Alles fein bei euch? Oh, alles gut soweit, ja. Cool. Ich habe eine direkte Frage, und zwar an den Herrn Schmelmer. Hat die MAXF noch weitere Besonderheiten außer die F-Geometrie? Ja, im Zuge der neuen Maschine haben wir die Arbeitshöhe auf knapp 950 mm erhöht, um die Ergonomie zu verbessern. Des Weiteren hat die Biegewange einen Direktantrieb bekommen. Das heißt, es entfallen Kettenräder, Kettenspanner. Daraus entfällt auch die Wartung. Die Maschine wird leiser und schneller. Was wir noch gemacht haben, wir haben in die Wangen mehr Material reingepackt, um mehr Steifigkeit zu erhalten. Das heißt, wir haben ein besseres Biegeergebnis und ein besseres Umschlagzudrückergebnis. Okay. Und wie groß ist die Maschine? Erzähl mal ganz kurz. Von der Tiefe oder? Von der Länge? Von der Länge. Die hat um die 4 Meter rum. Genau, weiß ich jetzt nicht. Also 3 Meter 10 Arbeitslänge und etwas über 4 Meter Gesamtlänge. Okay, gut. Und dann frage ich jetzt den Kollegen, den Armin Hille. Ihr habt die Maschine ja sonst immer auf der Euroblech. Ich bin ja hier witzigerweise direkt neben dem Messegelände präsentiert und auf anderen Messen. Wie macht ihr das jetzt in Corona-Zeiten? Also klar, ja. Hier Messeschiff, wo sonst? Logisch, aber wie macht ihr das sonst noch? Ja, uns geht es nicht anders wie unseren Konkurrenten. Seit Jahresbeginn sind wir vermehrt in digitalen Medien unterwegs. Das allein ist aber nicht ausreichend für unsere Kunden. Das heißt, unsere Kunden wollen die Maschinen erleben und austesten. Und daher bieten wir hier am Werk Edling individuelle Einzeltermine an, Anfrage. Hier haben die Kunden die Möglichkeit, die Maschine auszutesten und im Detail kennenzulernen. Des Weiteren haben wir in der Nähe von Bonn einen Ausstellungsraum eingerichtet mit einigen Maschinenmodellen. Auch hier können jederzeit Beratungstermine vereinbart werden. Ja, und Zusammenarbeit mit unseren Fachhändlern. Hier sind wir auch nochmal in die Tiefe gegangen. Und da ist es jetzt auch möglich, deutschlandweit auf Anfrage Maschinen zu besichtigen. Okay. Dann möchte ich an der Stelle danken für die Live-Schalte nach Edling, für die Informationen. Ich danke dem Christoph, der hier neben mir steht. Und ich muss hier mal einen Knoten im Kabel lösen als allererstes. Und dann muss ich den Christoph fragen. Nein, den Basti. Gibt es denn im Augenblick Zuschauerfragen, Basti? Noch keine Zuschauerfragen? Wir blenden gleich nochmal eine WhatsApp-Nummer ein. Ich weise an der Stelle auch nochmal schnell auf unseren Instagram-Account hin. Auch da könnt ihr uns verfolgen. Heute nicht live, aber mit vielen Informationen. Und ich möchte dem Christoph an der Stelle herzlich danken.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du im Studio warst. Ja, vielen Dank. Also es war hochinteressant bei euch und ich hoffe, ich konnte euch das alles ein bisschen mal näher bringen. Und ja, weil es ja momentan, wie wir es gehört haben, auf den Messen immer schwierig ist. Und so halt digital heute. Vielen Dank. Vielen Dank, komm gut nach Hause. Vielen Dank und alles Gute. Alles Gute dir und feier noch schönen Geburtstag. Ja, heute. Das werde ich auf jeden Fall Christoph. Tun. Christoph. Ahoi und alles Gute. Ahoi, mach's gut. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Ciao.